So, und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play in Total War 3 Kingdoms mit der Fraktion, da muss ich kurz mal nachschauen. Xi Xing. Ja, unser Fraktionsanführer Xi Xi, der ist ja gestorben in den letzten Folgen und dadurch hat sich natürlich jetzt auch unsere Fraktion umbenannt, wo ich ehrlich gesagt nichts dagegen habe, wenn man den doch ganz gut aussprechen kann. Ja, das ist auch eine neue Aufnahmesession an dieser Stelle, das sei mal dahingesagt. Ja, ich nehme das Ganze auch nach einem etwas entspannteren Arbeitstag auf, sage ich mal. Also mitten in der Arbeitswoche. Genau. Ich möchte hier schon mal ansprechen, diese Folge wird auch etwas entspannter. Nach einem entspannten Arbeitstag, so gehört sich das. Weil ich in dieser Folge mal etwas tiefgründiger in die Charaktere gehen möchte. Ich möchte die ganzen Eigenschaften überprüfen. Ich möchte nochmal in den Hof genauer und tiefer reingehen. Und die Gebäude und die ganzen Eigenschaften von den Charakteren möchte ich mir ein bisschen genauer anschauen. Weil wenn man so in diesem, ja, in diesem Work-Prozess ist, sage ich mal, oder hier in diesem Spiel, in diesem Spielflow, dann spielt man Schlachten, man baut mal Gebäude, man spielt Schlachten, man schaut mal ins Diplomatie-Menü. Aber das macht man nicht jede Runde allzu tiefgründig oder so tiefgründig, wie man es vielleicht machen sollte. Man will eben nicht dauerhaft in diesen Oberflächen verbringen, aber ich finde es trotzdem sinnvoll, jetzt wo wir auch einen neuen Fraktionsanführer haben, dass wir gerade durch den Hof, durch die Verwalter nochmal gehen und denen auch entsprechende Fähigkeiten zuordnen, die diese Charaktere dann in den jeweiligen Ämtern auch gut tun. Sprich, dass wir zum Beispiel dem Fraktionsanführer einen Begleiter geben, der zum Beispiel die öffentliche Ordnung verbessert, anstatt also fraktionsweite Bonis verteilen, anstatt dort einen regionalen Bonus in so einen Charakter hauen. Zum Beispiel, ja, wir müssen ja in dem Fraktionsanführer jetzt nicht hier als Eigenschaft sagen, habe ich, sag ich mal, hinterhältiger Diener. Sondern da gibt es andere Möglichkeiten, zum Beispiel fraktionsweiten Handelseinfluss zu erhöhen oder öffentliche Ordnung. Das ist ja natürlich viel, viel, viel besser, weil es eben einen fraktionsweiten Bonus bringt. Also das möchte ich in dieser Folge mal ein bisschen ja, als Ziel formulieren, sage ich mal. Und dann schauen wir mal, dass wir das auf Vordermann bringen. Genau. Und ich muss mich sowieso wieder neu einfinden, neuer Tag, neue Session. Das... Ja, wollte ich zu Beginn mal sagen. Ansonsten, das würde ich jetzt auch gerne noch vorwegnehmen, es wird in Zukunft etwas, entweder etwas friedlicher oder sogar noch kriegerischer. Denn man sieht ja hier schon, wir haben aktuell noch zwei Feinde, nämlich König Menghu und König Duosi. Ja, beide Fraktionen, mit denen wir sicherlich in den nächsten Runden abschließen werden. Und ja, das König oder das Herzogtum, es ist noch kein Königtum, zum Glück nicht, sonst wären die viel größer. Das Herzogtum Wu hat uns hier jetzt auch ja, Gebiete, sage ich mal, weggenommen. Die haben ja größtenteils diese Gebiete von diesem König Duosi erobert. Und die haben jetzt hier diese Grenze geliefert. Das heißt, die haben unser Gebiet jetzt hier, wenn man sich das mal anschaut, das ist Herzogtum Wu, die haben uns hier eingeschlossen. Und da wir eine sehr, sehr lange Grenze teilen, gehe ich mal davon aus, dass hier in Zukunft höchstwahrscheinlich ein Krieg geführt wird. Wenn wir uns mal hier unsere Grenzen anschauen, wir können natürlich noch hier diese zwei Regionen erobern, aber danach haben wir fast nur noch Freunde. Also wir haben nur noch Freunde, wir können nichts mehr erobern, alles ist irgendwie verteilt und vor allem haben wir mit allen Fraktionen gute Beziehungen. Das heißt, entweder bricht eine Zeit des Friedens an und wir haben Zeit, um unsere Gebiete aufzubauen, oder es kommt zu einer erneuten Kriegserklärung. Sollte die kommen, tritt unser Freund natürlich hier mit bei. Weil wenn das Herzogtum Wu uns angreift, muss unser Vasallenmeister in diesen Krieg mit beitreten. Ja. Genau. Hätte ich nichts dagegen, einen Krieg zu führen gegen das gegen das Herzogtum Wu. Aber ich würde natürlich auch gerne mal ein bisschen Zeit nutzen, um meine Region noch weiter aufzubauen, denn ja, wir haben ja auch mittlerweile ein bisschen was erobert. Und ich muss dann natürlich auch ein bisschen den Anschluss behalten. Ja, diese damalige Entscheidung, mich unter die Vasallenschaft vom Herzogtum Song zu stellen, das war auf alle Fälle die richtige Entscheidung. Denn dadurch konnten wir uns ja aus diesem Krieg befreien mit dem Herzogtum Wu. Ich würde an dieser Stelle auch gerne nochmal erklären, weil das hatte ich, glaube ich, damals vernachlässigt, warum wir weiterhin im Krieg geblieben sind mit dem König Menghu und König Duosi. Das waren ja Fraktionen,
mit dem wir auch hinterher noch im Krieg waren, obwohl ich ja diese Vasallenschaft abgeschlossen hatte. Und mit dem dem Herzogtum Wu hatten wir dann Frieden. Das hatte einfach den Grund, dass man die gleichen Kriege teilen muss wie der Vasallenmeister. Der Vasallenmeister hat die Kontrolle über die Kriege. Ich kann zum Beispiel als Vasall auch gar keine Kriege erklären. Sieht man ja hier. Ich habe nicht die Möglichkeit, irgendeinen Krieg zu erklären. Ich kann mir nur den Krieg erklären lassen oder mich abspalten. Und ja, er hat das Herzogtum Song. Das hatte zu dem Zeitpunkt keinen Krieg mit dem Herzogtum Wu. Und dadurch war das Herzogtum Wu, sag ich mal, dann gezwungen, Frieden zu schließen mit mir. Weil nicht gleichzeitig ein Krieg geführt werden darf, den ich führe, den mein Vasallenmeister aber nicht führt. Dadurch kam es zum Frieden. Allerdings hat das Herzogtum Song zu dem gleichen Zeitpunkt einen Bündniskrieg geführt gegen König Duosi, König Menghu und den anderen Fraktionen, die hier noch geweitet haben, sag ich mal. Und dadurch blieben diese Kriege eben aufrecht. Der hat immer noch keinen Frieden geschlossen. Diese Kriege bestehen ja immer noch, man sieht es ja hier. Also das Herzogtum Song führt weiterhin diesen Bündniskrieg gegen König Duosi und König Menghu. Und das wird sich sicherlich auch nicht ändern. Ich werde diese Region noch erobern. Genau. Das wollte ich mal gesagt haben. So, und jetzt schauen wir uns erstmal wieder alles entspannt an. Die Drehscheibe ist eindeutig Handelsbeherrschung. Wir haben mittlerweile für 189 Runden erhöhten Handelseinfluss. Weil andere Aktionen... Ich weiß sonst nicht, was ich mit diesen Spionen hier durchführen soll. Unser einer Kandidat wurde hier tatsächlich an den Hof geholt und der ist sogar in der Position eines Generals. Wobei der schon länger in dieser Generalsposition ist, ne? Da hat sich ja nichts dran geändert. Hier ist er ja. Genau. Dass man das aber mal ein bisschen wertschätzt, denn der ist natürlich jetzt so, der hat die Fraktion unterwandert, wenn man so will, ne? Der soll meine Verwalterposition anstreben, zusätzlich zu diesem Generalsamt. Das wäre ganz gut. Und dann können wir noch weiter den Handel verbessern. So, ich meine auch bei 200 Runden ist Schluss mit Handel. Können wir uns ja mal anschauen. Da muss ich erstmal wieder alles durchklicken. So. Und hier sieht man es jetzt. Nee, Handelsbeherrschung 204. Das geht anscheinend sogar noch höher. Also diese 25% Handelseinfluss, die werden wir einfach dauerhaft haben. Ist doch ganz schön. Und das sollte man eigentlich auch dauerhaft aktiviert haben. Augen und Ohren ist auch ganz gut. Erhöht den Zugewinn an Netzwerkpunkten und Deckungspunkten. Aufschwung der Wirtschaft ist aktiv und wir haben eine hohe Zufriedenheit. Das ist gut, vor allem, weil es die Militärvorräte erhöht und die Korruption verringert. Genau. Wir sind übrigens kurz davor aufzusteigen. Wir werden sicherlich in der nächsten Folge dann zum Herzogtum aufsteigen. Und dann können wir uns auf einer Wellenlinie bewegen. Zumindest was den Status und den Rang angeht mit dem Herzogtum Wu. Ich möchte jetzt hier nochmal die Regionen zählen, die beide Fraktionen haben. Also das Herzogtum Wu und ich. Die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Die halten 22 Regionen. Ich zähle die jetzt mal schon dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich halte exakt gleich viel, wenn ich die beiden erobere. Da stehen wir doch gar nicht so schlecht da, wie ich finde. Man muss sich halt bedenken, China wird hier im Laufe des Spiels aufgeteilt und es bilden sich große Reiche. Das ist ja jetzt mittlerweile schon ziemlich auffällig in diesem Besitz. Einige große Reiche haben sich gebildet. Zum Beispiel hier das Herzogtum Song, das Herzogtum Shu'an, das Königreich Wu. Das Herzogtum Wu, warum sage ich immer Königreich? Ja, das sind so die großen Reiche. Und eben mein kleines Reich hier. Genau. So. Fraktionsrat ist aktuell nicht aktiv. So, die Steuern haben wir aktuell auf normaler Stufe. Mal gucken, wie es aktuell aussieht. Ja, hier muss sowieso erstmal die öffentliche Ordnung steigen. Gut, da haben wir schon 100. Aber auch hier steigt die öffentliche Ordnung. Plus 12. Plus 12. Plus 6. Plus 6 ist gut. Plus 6. Plus 11. Plus 6. Hier haben wir plus 0 in der Region. Aber hier... Gut, hier bauen wir auch aktuell nichts weiteres.
Wir können ja anstelle dieser Regionalstadt, also wenn diese Regionalstadt hier noch diesen nächsten Bauslot freischaltet, können wir in der Region noch einen Tempel des Kon. Nicht ein Konfuzius-Tempel, wie heißt er denn? Doch, heißt das so, oder? Ja, ein konfuzianischer Tempel, den können wir noch errichten. Für die Verbesserung der öffentlichen Ordnung. Bleibt ruhig, um Kräfte zu sparen. Hier Wie kann lassen ich wir dienen? ihn einfach mit so einer Ökonomentour. Hier haben wir plus 8 und hier haben wir auch plus 4. Das heißt, ich werde jetzt die Steuern erstmal erhöhen. Die öffentliche Ordnung, ja, die hat sich eigentlich ziemlich gut erhöht überall. Dann werde ich die Steuern erhöhen. Dann müssen wir uns nur um drei Regionen sorgen, nämlich einmal um Hepu. Gut, naja, hier haben wir plus 6, solange der diese Ökonomentruhe hat. Dann haben wir die Komturei Juling. Hier haben wir exakt plus 0. Das heißt, hier muss auf alle Fälle ein Tempel, ein konfuzianischer Tempel errichtet werden. Damit wir da auch plus 6 dann haben. Da gibt es ja Möglichkeiten. Den bauen wir dann auf Stufe 2. Dann haben wir hier plus 8 öffentliche Ordnung. Und in der Region haben wir auch nur plus 4. Das heißt, hier haben wir auch einen Malus von minus 2, weil ja durch die Steuererhöhung hier ein minus 6 Wert zustande kommt. Das mache ich jetzt aber trotzdem, weil sich einfach die Einnahmen nochmal ein Stück weit erhöhen. Aus 40 Nahrung bekommen wir dann 53. Also, das hat schon Vorteile, das erhöhe ich jetzt mal. Genau. Plus 5. Spart Energie. Hier haben wir plus 0. Aber hier haben wir eben minus 6, was problematisch ist. Hier haben wir minus 2. Und in den anderen Regionen geht es überall bergauf. Oder beziehungsweise stagniert das Ganze. Was jetzt auch nicht verkehrt ist. Ja, und hier bauen wir ja noch Fraktionsunterstützung auf. Sodass wir jetzt fast 10.000 Goldstücke aktuell pro Runde machen. Wir haben 53 Nahrung, erhalten dadurch einen ordentlichen Überschuss, nämlich 20% Einnahmen aus der Landwirtschaft. Das ist doch sehr gut. So, der Spion hat auch noch ein bisschen Deckung. Dann bauen wir noch ein paar Netzwerkpunkte auf. Dann aktiviere ich jetzt einfach Störung, so oft es geht, dass wir das mal verbrauchen können. So, der ist jetzt General eingestellt und soll nach Möglichkeit auch mal endlich einen Verwalterposten bekommen. Weil, ja, das ermöglicht uns eben, dass er halt in die gehobene Position kommt als Verwalter. Als Verwalter ist er automatisch Statthalter einer Komturei. Und falls es mal zum Krieg kommen sollte mit Wang Lang, können wir diesen Statthalter dann nutzen, dass er sich abspaltet und diese Komturei dann direkt in meinen Besitz übergeht. Genau, Reformen haben wir in zwei Runden dann mal wieder endlich freigeschaltet. Das schauen wir uns dann zum Zeitpunkt an. Ja, Diplomatie ist eigentlich aktuell auch relativ entspannt. Wir haben sehr gute Beziehungen, das hatte ich schon mehrmals jetzt, ja, hervorgetan. Wir halten aktuell 5 von 3 Handelsverträgen. Das hat eben was damit zu tun, dass unser Fraktionsanführer gestorben ist und der zusätzlich 2 Handelsverträge ermöglicht hat. Es ist aber nicht so, wenn man jetzt nur noch, wenn man jetzt, wenn das runtergeht, also die Kapazität der Handelsverträge geht von 5 auf 3 runter, ist es nicht so, dass die vorher oder Bestand hatten, dass die aufgelöst werden, die bleiben bestehen. Allerdings, wenn jetzt diese Handelsverträge sich auflösen, kann ich die nicht erneuern. Das muss mir bewusst sein. Die kann ich dann nicht mehr erneuern. Es sei denn, ich bringe einen Charakter in dieses Amt, der das wieder erhöht. Genau. So, wir müssen in den nächsten Runden mal wieder ein bisschen die Nahrung neu verteilen. Da laufen in den nächsten Runden auch ein paar Verträge aus. Ja, damit beschäftige ich mich dann, wenn es soweit ist. Das mache ich nicht jetzt. So, dann hatte ich mich ja am Ende der letzten Folge um die Heiraten gekümmert. Da hatte ich ja auch wieder was Neues dazugelernt, nämlich ich wusste das noch gar nicht hier, mit diesen, dass das hier geht in dieser Option, dass man hier so eine Heirat arrangieren kann. Genau. Was ich in Zukunft allerdings nicht machen werde, ich werde diese beiden nämlich hier. Xi Zhenyu und Xi Fang, die werde ich nicht verheiraten, damit wir gerade sie noch für eine politische Heirat offen haben. Weil man kann ja die Töchter der Fraktion und auch die männlichen Nachkommen, die kann man ja weiter verheiraten. Über die politische Heirat, die sich hier eben ermöglicht. Das haben wir ja auch mit dem Herzogtum Wu gemacht, wodurch Lady Wu dann auch in unsere Familie gekommen ist, ne? Die ja wirklich eine hervorragende Kommandantin ist. Die ist auch super zufrieden mit ihrer Position. Die ist sogar in der Erbenfunktion. Da werde ich die aber irgendwann dann entfernen. Weil ich möchte nicht, dass sie die Fraktion nachher übernimmt. Ne?
Genau. Das heißt, wir werden keine weiteren Charaktere erstmal verheiraten. Die beiden bleiben dann erstmal offen. Und ja, in Zukunft werde ich auch mal gucken, dass ich vielleicht weniger oder bis gar keine weiteren Charaktere erstmal in meine Fraktion aufnehme. Es sei denn, sie haben tolle Gegenstände, also tolle Waffen, tolle Begleitobjekte oder es sind wirklich legendäre Helden aus anderen Fraktionen, also ehemalige Fraktionsanführer, die eben auf der Suche sind nach einem neuen Herrn. Weil der Vorteil ist natürlich an den ganzen Kandidaten hier, die kosten mich nichts. Die kosten null, weil sie eben zur Familie gehören. Und Adlige, die ich dazu rekrutiere in diesem Hof, die kosten mich nachher alle dann 150 Unterhalt, ne? Oder eben mehr, weil sie dann ein Gefolge haben oder aus anderen Gründen. Ja, und die in der Familie, die sind ja auch viel glücklicher. Wir haben ja hier mit unserer Fraktion diesen Effekt. Das ist der gottgleiche Effekt, aber wir haben ja innerhalb unserer Fraktion eine sehr hohe Zufriedenheit. Ich glaube, hier war dieser Effekt. Innerhalb unserer Fraktion eine sehr hohe Zufriedenheit innerhalb unserer Familie. Irgendwo war das jedenfalls. Genau. Und von daher müssen wir eben... Beziehungsweise wir haben nicht eine hohe Zufriedenheit in unserer Familie, wir haben einfach eine geringere Zufriedenheit bei Nicht-Familienmitgliedern. Dadurch habe ich immer in der Vergangenheit gesagt... wir haben eine höhere Zufriedenheit. Die ist einfach geringer bei den Nicht-Familienmitgliedern und das ist eben ein Grund, auch darauf zu verzichten. Die sind A, unzufriedener, die wir eben hier frei rekrutieren und sie kosten 150 Unterhalt. Ne? Und das müssen wir eben mit berücksichtigen. Es hat also mehr Vorteile, hier auch diese Heiraten zu arrangieren. Mit Ausnahme eben, dass die wirklich tolle Waffen dabei haben. Ne? Da haben wir ja auch schon ein paar dazu geholt. Und da macht es mitunter sogar Sinn. Zum Beispiel bei dieser Lady Kai habe ich das ja hier gemacht. Dass wir sie rekrutiert haben, nur um quasi ihre Objekte hier zu entfernen. Und jetzt wird sie uns höchstwahrscheinlich verlassen, weil sie sehr, sehr unzufrieden ist. Ne? Ja, so ist das eben. So ist das eben. So, jetzt möchte ich mir mal die Zeit nehmen und gerade hier erstmal unseren Hofstaat ein bisschen verbessern. Sprich, ich werde jetzt ganz besonders auf den Fraktionsanführer, auf den Fraktionserben schauen, wie auch auf die Verwalter, weil dort sind die Eigenschaften besonders important. Und als nächstes gehe ich dann nochmal durch die ganzen Generäle durch. Und ja, wir müssen eben auch mal schauen, dass wir diese ganzen Ränge nach Möglichkeit entfernen, weil durch diese ganzen Ränge, die ich verteilt habe, bezahlen wir eben unnötig hohes Gehalt. Ne? Zum Beispiel hier bei Sima Yi. Der hat hier diesen Generalkommandantenrang und dadurch zahlen wir 400 Charaktergehalt, nur um den bei Laune zu halten. Ne? Sonst hätte der unsere Fraktion schon längst verlassen. So, der bekommt ja auch eine Herrentruhe. Sobald er diese Herrentruhe hat, kann ich das dann nächste Runde entfernen. Das kann ich mir ja schon mal merken. Aber ich wollte jetzt eben erstmal anfangen mit dem Fraktionsanführer. Mit Xi Jing. Und der hat aktuell hier nur einen G. Kriegt dann mal die große Militärachse, hat er schon mal eine bessere Waffe. Den Eisenpanzer kann er behalten. 2000 Masse. Der kann den roten Hengst behalten. Aktuell hat er einen Gelehrten. Und da gibt es auch nichts dran auszusetzen, weil dieser Gelehrter eben die Charaktererfahrung fraktionsweit erhöht, nämlich um 10%. Das ist ein guter Wert. Das ist mehr wert als erhöhte Deckungskosten für feindliche Spione oder erhöhter Handelseinfluss. Also Charaktererfahrung ist immer gut, weil dadurch alle Charaktere ründlich hier EP sammeln. Ne? So, dann haben wir noch das Knoblauchblattaroma. Und ich denke, da können wir tatsächlich ein bisschen was austauschen. Ich könnte ihm jetzt zum Beispiel das kaiserliche Jadesiegel geben. Das würde nochmal die Zufriedenheit fraktionsweit erhöhen. Ja, 25 Prestigepunkte bekommen wir. Plus 3 Moral beim Verteidigen. Das gilt auch fraktionsweit. Das ist natürlich ein toller Wert. Und wenn ich hier sonst nichts finde, würde ich ihm dieses Jadesiegel auch geben. Gerade um die Zufriedenheit fraktionsweit zu gewährleisten. Dann haben wir natürlich diese Truhen. Ja. Ach ne, das gefällt mir ganz gut. Der bekommt jetzt das kaiserliche Jadesiegel. Und dadurch sind wir jetzt auch schon aufgestiegen. Ne?
Wir haben jetzt 323, also mehr. Ich kann sogar diese Runde dann aufsteigen. Also diese Runde höchstwahrscheinlich trotzdem nächste Folge, weil das einfach zu lange dauern wird. Ja, aber das ist doch eine gute Nachricht. So. Er hat auch noch einen weiteren Erfahrungspunkt, den werde ich jetzt auch noch verteilen. Laufgeschwindigkeiten. Was haben wir denn noch? Reserven für die Verwaltete kommt rein. Nein. Erhöhte Chance auf Hinterhalt. Ja, das nehme ich mal. Dann können wir nämlich im nächsten Schritt hier die Chance von die Chance der Gefangennahme für feindliche Offiziere erhöhen, was ich auch immer sehr gut finde. Weil wenn man feindliche Offiziere gefangen nimmt, kann man die entweder freilassen oder eben dann exekutieren und kriegt in der Regel sehr, sehr starke Gegenstände. Ja, das machen wir mal. Aber hier bekommt jetzt erst noch ein bisschen List und erhöhte Chance auf Hinterhalt anwenden. Ich schaue mir auch mal so seine Eigenschaften an. Er ist friedlich. Das ist eben ein Nachteil, weil es die Musterungszeit erhöht, aber ja, das ist in Ordnung. Moral beim Verteidigen. Zielstrebig ist gut. Tatkräftig erhöht die Bewegungsreichweite, ganz, ganz wichtig. Kühn. Unvorsichtig ist nicht ganz so gut, weil das reduziert die Chance, dass wir einem Hinterhalt entgehen können. Und er ist treu. Das sind tolle Eigenschaften. So. Dann bin ich mit ihm fertig. Und dem Fraktionsanführer kann man übrigens, das sei auch gleich mal dazu gesagt, den Fraktionsanführer kann man keinen extra Rang geben, denn er hat ja schon das höchste Amt in dem Staat. So, dann schauen wir uns mal die Fraktionserben an, weil auch die Erben verteilt eben fraktionsweite Bonis oder kann sie eben verteilen. Lady Wu. Jetzt möchte ich bei ihr nochmal schauen, weil wir sie ja auch als Kommandantin einsetzen. Was hat sie denn für Kampfwerte? Ich werde danach streben, sie hat 26.000 Leben. 36 Rüstungspunkte. Ja, sie ist nicht die beste Kämpferin. Habt ihr Befehle für mich? Sie ist nicht die beste Kämpferin. Sie kann das Doppel-Gen erstmal behalten. Ist eine eher durchschnittliche Waffe. So, haben wir sonst noch einen Kommandanten aktuell? Nein, haben wir nicht. Okay, dann geben wir ihr einfach mal die bessere Rüstung. Wir haben sie jetzt ja verfügbar. Das ist ja die, die wir der Lady Kai geklaut hatten. Da bekommt sie dann 54 Rüstungspunkte. Erhöhte Autorität. Autorität ist immer gut, weil es die Moral erhöht. Und die Zufriedenheit fraktionsweit. Und gerade das ist für sie ja wichtig, weil wenn sich der Autoritätswert hier erhöht, erhöht sich eben auch der Zufriedenheitswert. Wir können ja mal schauen, aktuell haben wir hier plus 6 Zufriedenheit, fraktionsweit. Und wenn ich ihr das jetzt gebe, haben wir immer noch plus 6 Zufriedenheit, na immerhin. Ja. Aber die Einheiten Moral müssen sich erhöht haben. So, als Reittier haben wir da vielleicht noch irgendwas, was die Autorität erhöht. Ja. Sie bekommt jetzt mal hier noch das weiße Pferd. Auch da kriegen wir 2 Autoritätspunkte. Vielleicht reicht es ja, um den Zufriedenheitswert zu erhöhen von 6 auf 7. Nee, das hat auch nichts gebracht. Aber wir geben unser Bestes. So, dann hat sie einen Ordnungshüter. Auch das ist hier die perfekte Option, weil es eben nochmal die öffentliche Ordnung um 2 Punkte fraktionsweit erhöht. Weil sie eben Erbe, Fraktionserbe ist. Und sie hat aktuell eine industriellen Truhe. Ja, vielleicht kriegen wir da nochmal irgendwie was anderes dann zustande. Ist noch irgendwas, was sich fraktionsweit hier auswirkt? Ne, hier haben wir aktuell gar keine Option. Ich möchte nochmal was nachschauen. Ja, der hat eben nicht so einen ganz hohen Bonus für fraktionsweite Zufriedenheit. Genau, dann haben wir nämlich die beiden schon mal geklärt. Ja, die sieht natürlich jetzt auch ein bisschen stattlicher aus mit ihrer Rüstung, die sie jetzt hat. Sie hat aktuell auch keinen Rang, genau, da will ich jetzt auch nochmal Einsparungen vornehmen. So, dann gehen wir mal zu den Verwaltern. Oder sind wir jetzt fertig mit ihr? Ja. Wir sind fertig mit ihr. Wir können nochmal hier schauen, sie ist engagiert, das ist gut für den Nachschub. Gelassen, treu, wohltätig, ja. Ach, sie ist wohltätig, das bringt allein schon plus 2 öffentliche Ordnung. Und dazu hat sie eben noch diesen Ordnungshüter. Das heißt,
daher kommen dann diese, daher kommen dann diese 4 öffentliche Ordnungspunkte dazu. Hier sieht man es ja unten. Plus 4 öffentliche Ordnung fraktionsweit. Also man kann mit diesen Anhängern doch sehr, sehr viel erreichen. Und es macht Sinn, da ab und an auch mal nachzuschauen. So, ich denke, die Verwalterschaft war auch noch diese Runde. Lady C. Was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Architekt für reduzierte Baukosten. Haben wir noch irgendwas für einen Verwalter? Ich habe jetzt zwar noch diese Herren, nee, nicht diese Herrenturen, die Ökonomenturen, aber die will ich jetzt erstmal nicht einsetzen. Erst dann, wenn die öffentliche Ordnung mal etwas negativ ist. Naja, hier habe ich sonst nichts. Dann bekommt die von mir... Was haben wir denn noch? Irgendwas, ja, dann kriegt sie einfach mal das Buch der Lieder. Ja, dass er zumindest irgendwas hat. Erhöht ja auch die Zufriedenheit. So, und es gibt auch einige Optionen hier, um auch den Wohlstand zu erhöhen. Durch Verwaltungsgeschichten. Ah, das ist auch gut. Ochsenhorn-General. Das kostet nur 100 Charaktergehalt und wir kriegen gleich plus 15 Zufriedenheit dazu. So. Nee. Für die Verwalter haben wir hier nichts. Ich will jetzt nochmal nach den anderen Eigenschaften schauen hier. Si Baoming. Die ist 18 Jahre alt. Das ist ja auch eine der Töchter von... Sie. So, sie hat eine Tonrate aktuell. 58er Zufriedenheit. Sie hat Direktor der Astronomie, weil sie eben die Landwirtschaft in der Region erhöht. Aber das ist auch richtig für sie. Das ist genau richtig. Ja. Kriegt sie einfach mal hier diesen Kryptograph noch. Genau. Gelehrt, ruhig, bedrohlich. Eine bedrohliche Person, die in ihrer Gegenwart Ehrfurcht und Schrecken verbreitet. Boah. Und untreu. Die Treue dieses Abtrünnigen ist nur von kurzer Dauer und es ist stets mit einem Verrat zu rechnen. Konkurrenz um den Thron. Also mit untreu ist nicht gemeint, dass die jetzt ihrem Partner untreu wird, sondern eben die Loyalität zum Fraktionsanführer. Naja. Das können wir aber lassen. Und dann haben wir noch. Dann haben wir noch. Siuzu, oder wie man ihn ausspricht. Gewährt dem Statthalter seine Unabhängigkeit, so sichert ihr euch seine Treue. Das habe ich noch nie gemacht. Ich vermute aber mal, dass dadurch eine neue Fraktion ausgerufen wird. Wenn ich das jetzt machen würde, würde der seine eigene Fraktion gründen. Aber es gibt absolut keinen Grund, das zu machen. Für mich zumindest aktuell nicht. So, und jetzt wollten wir uns noch seine Eigenschaften anschauen. So, er hat auf alle Fälle noch ein bisschen was zu vergeben. Am besten irgendwas für seine Verwaltungsfähigkeiten. Ja, hier die Richtung müssen wir gehen. Einkommen aus Handel für die Verwaltete kommt Uraya. Hier noch mehr Einkommen aus Industrie. Das ist immer wichtig. Oder hier Überfluss plus 5 Nahrungsproduktion für die Verwaltete kommt Uraya. Das sind so Schritte, die wir als nächstes hier freischalten müssen. Oh, und er bekommt auch von mir einen Anhänger. Und irgendwas für seine Zufriedenheit. Der hat auch keinen Rang. Aber trotzdem ist eine hohe Zufriedenheit immer ganz, ganz gut. So, mittlerweile haben wir 7 Steinschweine. So. Genau. Und jetzt möchte ich nochmal die ganzen Charaktere hier nach und nach durchgehen. Dass die einfach zufriedener sind. Der hat 100 Zufriedenheit. Und aktuell General, der Frieden in den Süden bringt. Das brauchen wir nicht mehr. Plus 5 Militärvorräte ist zwar schön und gut. Aber den Unterhalt sparen wir mal. Hier, weg. Jetzt sind wir auch schon im 10.000er Bereich. So, Physikus, der Unheil abwendet. Das finde ich sowieso ganz gut. Aber der ist ja aktuell kein Verwalter, ne? Das müssen wir einem Verwalter geben. Er ist kein Verwalter. Er braucht das nicht. Kann ich das in derselben Runde noch einem Verwalter geben? Gucken. So, ja. Die hat schon eine Fähigkeit und der ist nicht ganz so zufrieden. Schauen wir mal. Physikus, der Unheil abwendet.
Okay, das können wir erst nächste Runde machen, weil das eben erst entfernt werden muss. Genau. Vielleicht vergesse ich. Ich schreibe mir das einfach mal auf. Physikus. So. Man kann sich ja Notizen machen, dafür ist ein Let's Play auch da. Und genau. So, er hat auch noch einen Rang. Plus 100 Charaktergehalt. Einkommen aus Handel. Auch das ist eine Fähigkeit, die ein Verwalter eher braucht und kein General. Ordner des Changle-Palasts. Genau das sind nämlich diese Fähigkeiten, die einfach bei Verwaltern viel, viel mehr bringen. Das muss doch kein General haben, der gar keine Region verwaltet. So, er hat nichts. Gut, dann gehe ich jetzt nur noch durch die ganzen Generäle durch. So, der hat 50 Zufriedenheit und ist oberster General. Das kostet auch 400 Charaktergehalt. Das kann man ändern. Die Long Ertra kann ich mir mal eine Runde geben. Obwohl, nee, dann ist es nur noch 10 zufrieden. Das ist zu knapp. Wir müssen ihm irgendwas anderes geben. Naja, oder er behält für eine Runde noch diesen Rang und nächste Runde entferne ich den dann. Weil dann wird hier was anderes frei. Dann zum Beispiel plus 15 Zufriedenheit ist auch in Ordnung. Ja, der ist aber relativ unzufrieden. Aber er ist eben auch kein Familienmitglied, ne? So, was haben wir hier? Bewahrer der Aufzeichnungen. Der hat 68 Zufriedenheit, das kann ich auf alle Fälle entfernen. So, immer noch 33, alles gut. Das sind ja alles Einnahmen, die uns entgehen. So, 52 Zufriedenheit. Patrouillenkommandant, das kann auch weg. So, 17 Zufriedenheit. Ja, das ist knapp, aber ausreichend. Die einzige Gefahr, die hier natürlich besteht, der ist natürlich jetzt nicht so zufrieden. Könnte daher auch die Seite wechseln. Vielleicht finden wir was Besseres für ihn. Vielleicht finden wir noch einen anderen Rang, der ihm als General noch einen Vorteil verschafft. Hang Chong, habe ich den irgendwo in der Armee? Ach, der ist in gar keiner Armee. Willkommen. Eure Präsenz. Aber wir haben ihn gar nicht als Kommandanten. Tja, dann eigentlich ist es ja dann gar nicht so wichtig, wenn er unsere Fraktion verlässt, ne? Ganz im Ernst. Reserven. Ich hatte Level 5. Ganz im Ernst, ich habe tatsächlich kein Problem, wenn der unsere Fraktion verlässt. Ja, komm, wir entfernen das. Der wird uns dadurch mit Sicherheit verlassen. Wir haben nur 11 Zufriedenheit. Oder werfe ich den einfach raus? Ich kann den doch auch verabschieden. Es gibt keinen Grund, den noch zu behalten. Achso, der hat aktuell noch seinen Auftrag. Gut, der ist noch auf einem Auftrag zugewiesen. Ich schau mal. Han Chong, achso. Aber der Auftrag wird auch schon abberufen. Dann würde ich sagen, wir werden den tatsächlich aus dem Dienst entlassen. Der ist ein entfernter Verwandter, das tut aber jetzt hier nicht zur Sache. Meine Familie ist ja groß. Level 5 und 38 Jahre, aber er ist halt auch schon relativ alt, ja. Wir werden ihn tatsächlich aus unseren Diensten entlassen. Aus dem Dienst entlassen. So. Dadurch ist er weg. Dann haben wir hier Taish Si. Reduzierter Unterhalt des Gefolges, das ist gut.
Und reduzierter Unterhalt für Schockkavallerie. So, er hat 36 Zufriedenheit. Ja, das müssen wir erstmal lassen, sonst verlässt er uns nämlich. Ja, der verlässt uns auf alle Fälle, wenn er seinen Rang verliert. So, der würde für uns spionieren, der hat auch einen Familienspeer. Yu Yuang. Der ist auch in der Armee, würde ich sagen. Ja, der ist General. Ja, gut, dann sind wir eigentlich mal durch alles durchgegangen. Und jetzt möchte ich eigentlich nochmal, oder das mache ich das nächste Mal, ja. Wir haben jetzt schon viel mehr gemacht, als ich eigentlich machen wollte. Wir gehen das nächste Mal nochmal durch die Generäle, schauen uns dann nochmal die ganzen Attribute an, auch die Waffen und die Begleitutensilien. Und dann geht's weiter mit dem Spiel, dann geht's weiter im Flow. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für eure Geduld. Ich weiß, die Folge war jetzt nicht sonderlich spannend, aber das sind alles Optimierungen, die uns jetzt bestimmt trotzdem so fast 1000 Goldstücke eingebracht haben. Und ich finde, das ist es auf alle Fälle wert, hier mal nachzuschauen, was kann man denn tun. Dann bis zum nächsten Mal und euch noch einen schönen Tag.